du musstest nach der Partie direkt zur Doping-Kontrolle. Ja, warum dauert das denn so ewig? Also das dauert eine Weile, ja. Ist auch eine lange Schlange dort. Wirklich? Ja. Also alle Doping-Kontrollen benutzen dieselbe. So ungefähr. Also ja, wir waren da alle unten im Keller. Ja. Okay, interessant. Ja, und es haben nicht viele Leute heute verloren, ja, so waren es wahrscheinlich noch umso mehr. Ja, ja, weil beim Remis beide kommen. Ja, ja, ungefähr das so. Das ist wirklich interessant. Na gut, aber hast alles hinter dir und war eine tolle Erfahrung? Ja, unglaublich. Fast so wie die Partie heute. Ja, ja, die Partie die war auch eine tolle Erfahrung. Toll. Ja gut, dann ja, nee, war großes Chaos. Gerne mal die Maus nicht. Und ja, es hat uns auf jeden Fall, ja, wir hatten sehr viele Fragezeichen zwischendurch. Oh ja, an den Zügen wahrscheinlich, ja, 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 klar. Das ist mir klar, langsam. Unbeantwortete Fragen. Okay, ich habe auch noch keine Antworten, weil, ja, ich war bei der Kontrolle, keine Zeit, irgendwas zu analysieren bisher, aber hier stehen schon ein paar Sachen. Also okay, mir ist klar, ich stand sehr, sehr schlecht. Das war uns beiden klar, rufen wir auch nicht. Ja. Habt ihr kurz nach der Partie noch geredet, oder? Ja, ja, war natürlich ziemlich frustriert, ja, es ist ziemlich schnell in Zeitnot gekippt, oder nicht mal Zeitnot, aber auf jeden Fall schnell gekippt. Er sah es furchtbar für mich aus und plötzlich habe ich gewonnen. So, so kam es uns beiden vor. Ich glaube, das einzig Gute für ihn, er musste nicht zur Kontrolle. Ja. Also, kleiner Trost. Aber ja, ich meine, er hat mich eigentlich überspielt. Ich habe auch komplett geschlafen in der Öffnung, so wie gestern eigentlich. Was ist denn deiner Meinung nach schiefgelaufen? Ja, wir müssen ein bisschen vorspulen hier. Also das war noch alles Vorbereitung? Ja, das war, glaube ich, normal. Mhm. Nicht so richtig Vorbereitung, aber okay. Die Störung gibt es auf jeden Fall. Auch nicht die beste Variante. Hätte was anderes spielen sollen wahrscheinlich. Und ich glaube, er kannte sich ganz gut aus. Er hat eine Weile nachgedacht, aber es wirkte erst so, als würde er sich erinnern. Weil B5 ist gut und hier wusste ich nicht mehr. Ich dachte erst kurz, dass irgendwas wie E5 gut ist, aber diese ganzen Abwicklungen klappen nicht so gut für mich. Nee, Springer C6, Turm C6. Ich kann alles tauschen, aber das ist niemals besser für mich. Okay, nicht die entscheidende Stelle. A3, Läufer B7. Ja, ich glaube, jetzt muss ich mit F5 hebeln, das war der Plan. Mhm. Der klassische Fischerplan, aber er ging nach hinten los. Ja, 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 auf jeden Fall. Der funktioniert auch besser, wenn ich noch so einen Läufer auf A2 oder so habe. Ja, aber so hat Fischer das immer gemacht. Das Falsche, was wäre denn die Alternative gewesen? Ich glaube, F5 muss ich machen im Grunde, okay. Sonst habe ich überhaupt kein Spiel. Also E5, vor allem wenn der Läufer am Leben bleibt, bringt mir überhaupt nichts, glaube ich. Ich kann immer den Springer nach D5 stellen. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige eigentlich aktive Plan für mich. Wie ist dir dieses Springer G4 jetzt entgangen? Oder? Das nicht, nee, später ist mir so einiges entgangen, okay. Das kann ich gleich zeigen. Also ich glaube, nee, den hatte ich erwartet, weil okay, Dame D7 kann ich nehmen und Dame A3, das ist, glaube ich, gut für mich. E5 wäre ich eigentlich auch ganz glücklich, kann ich nehmen. Weiß nicht, wo ich den Springer hinstelle. Wahrscheinlich hier, um G4, G5 zu haben, habe ich eben immer das Feld D5. Ja, Springer G4 war logisch. Aber ja, ich sehe schon Springer F3 hier. Es kam mir auch sehr komisch vor während der Partie. Dame G3 sah mir nicht so spannend aus einfach. Dachte nicht, dass ich hier besser stehe. Aber vielleicht sollte ich deswegen nicht gleich versuchen, schlechter zu stehen. Ja, so. Das heißt, der Springer F3 gezogen und dann dachtest du, okay, das ist jetzt komisch, was ich hier mache. Ja, oder? Ja, ich wollte, okay, ich habe versucht, ambitioniert zu spielen, aber das ist dabei rausgekommen, also ich stand gleich auf Verlust wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre solide, ich kann vielleicht nehmen und, okay, Springer F3 muss ich immer mit Turm C3 rechnen natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Qualitätsopfer so grandios sind für ihn hier. Okay, kann sein. Aber ja, ich weiß nicht, ob auch Gegenspiel gegen E5 und D6. Also nicht jedes einzelne Qualitätsopfer auf C3 ist, glaube ich, gut für Schwarz, aber vielleicht kann ich auch ruhiger spielen. König B1 oder Turm F1 wird gezeigt, ja. Okay, das wäre eine normale Stellung, aber ich glaube, ich stehe nicht besser. Ja, hier wollte ich es sehr spannend machen. Ich hatte ein bisschen auf D5 gehofft, was wahrscheinlich ist der Zug sogar gut, aber dann wird zumindest lustig. Dann kann ich E5 spielen, muss ich wahrscheinlich auch, Springer F2. Also der Punkt ist erstmal, Springer F2 habe ich eben da mit E6, ja. Deswegen macht D5 Sinn, damit ich den Zwischenzug nicht habe. Hier könnte er die Qualität gewinnen. Oder auch einen Turm, ich war mir noch nicht sicher. Weil ich hätte okay, wahrscheinlich das hier gemacht. Du warst schon bereit, da was zu opfern. Ja, ja, hier wollte ich alles opfern. Ich weiß wirklich nicht, wie das wird, aber es sah spannend aus. Zum Beispiel so. Und jetzt weiß ich nicht mal, ob ich den zurücknehmen muss. Vielleicht kann ich so machen. So, Springer C3 ist, glaube ich, matt. Ja. Springer A2 habe ich König B1. Dann mit C2 König A1 ist, glaube ich, matt. Das ist ja wild. Das wäre nett, aber... Dann lässt die Dame auf C2 rein, aber da kannst du ja, trotzdem... Das war die Berechnung. Aber okay, nichts davon ist passiert, glaube ich. Ich meine, hier muss er auch nicht matt gehen. König H8 natürlich gibt es... Obwohl, da Dame H6, Springer G5. Geht Schwarz hier matt eigentlich? Atom FE8 oder so gibt es ja mit Dame F8. Okay, ist alles sehr unklar. Ja, wahrscheinlich hätte ich so geopfert. So eine Stellung, ja. Und dann versuchen wir irgendwie Turm D4, H4. Ah, das sieht interessant aus, auf jeden Fall. Aber warum hast du jetzt noch Turm E8, nicht Dame H6? Dame F8, oder? Das war also, die Idee, genau. Okay. Ja, hier setze ich nicht sofort matt, glaube ich, aber ich habe Spiel. Das wird spannend.
Ja, darauf habe ich gehofft, aber dann... Und wo, was hat er nicht gespielt? Er hat einfach Turm FD8, ja. Okay. Der langweilige Zug war wahrscheinlich auch einfach gut, ja. Also, ja, ich dachte, es macht Sinn, das E5-Feld zu kontrollieren, aber ich habe keine gute Fortsetzung wohl. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen durchgedreht, glaube ich. Hätte wohl einfach Dame D2 spielen sollen, also war auch die erste Idee. Aber ich dachte, okay, ich habe einfach einen Zug komplett übersehen in der ganzen Sache. Ich dachte, das hier wird interessant wieder. Ich war irgendwie in Opfermodus heute, ja, ein bisschen zu sehr. Weil okay, die ganze Idee war nach Spiel F6 mit G4 zu spielen, wie in der Partie. Aber es klappt leider überhaupt nicht. Und ich glaube nur wegen Turm C4, den ich aber auch komplett übersehen habe. Ah, du hast Turm C4 gar nicht gesehen. Ja, aus ich weiß nicht, ich habe es in anderen Varianten berechnet und das ist echt logisch. Ja, ich meine, es greift einfach einen Bauern an. Ja. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Hast du denn gerechnet nach G4? Ja, also okay, nehmen ist, glaube ich, echt gefährlich. Das sollte er nicht machen. Mhm. Ich glaube, wegen Dame G5, nicht so sehr wegen Dame H6, aber jetzt habe ich so Springer H4-Ideen vielleicht mit nehmen und opfern oder nehmen und Springer F5. Ich glaube, das könnte gut werden für mich. Ich dachte, ja, D5 kann ich, glaube ich, ED spielen und dann auf E5 nehmen. Ich dachte, die beiden ganzen Varianten funktionieren ganz gut für mich. Auf H6 spiele ich auch G5. Aber ja, stimmt natürlich und nichts davon. Und dann hat dich geschockt, das oder? War, ja, großer Schock. Und jetzt, okay, habe ich ewig nachgedacht und improvisiert, aber ich glaube, die Stellung ist einfach schlecht. Wenn ich jetzt mit G5, okay, dieses Opfer funktioniert überhaupt nicht. Zum Beispiel eine sehr traurige Variante für mich wäre so, kann er nehmen, so, ich dachte Springer D2 und leider Turm F4, glaube ich. Ziemlich bitter. Ich habe für den Moment einen Springer mehr, aber ich habe keinen F6 und der ist gefangen hier. Ja. Ja, das war ganz kurz meine Hoffnung, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, also habe ich das probiert. Den hat hier im Saal witzigerweise ein Zuschauer vorgeschlagen. Ja. Und also sieht nicht gut aus, ne? Ich habe zu viel Erfahrung, um zu sagen, da fresse ich einen Besen, wenn der wirklich kommt. Okay, wir wussten beide absolut, dass das nicht gut sein kann. Ich habe einfach nichts mehr gesehen hier. Ja. Ich wollte nicht gratis einen Bauern abgeben. Ja. Ich dachte, Dame G5 und dann Springer D2, also wenigstens der Versuch. Ich dachte, er wird bestimmt ein gutes Opfer auf C3 haben, aber zumindest, ich habe nicht direkt gesehen, wie er es wieder legt. Anscheinend wäre es besser gewesen, wenn er direkt auf C3 genommen hätte. Ja, darüber haben wir, glaube ich, kurz geredet. Ah, mit Turm DC8 auch, ja. Und dann, ja, das sah auch ziemlich übel aus. Ich meine, meine Dame auf G5 ist echt eine Katastrophe. Ja. Einziger Sinn ist... dass er hier nicht nehmen kann, aber ich blockiere mich selber. Ja, also. Ja. Und ich in Kombination mit G4 ist Dame G5 wahrscheinlich das war nicht das, was, das war nicht, was ich wollte. Ja, G4 und dann so. Ja, das sieht echt dumm aus. Ich habe nichts gesehen. Ja, hier war klar, dass ich schlecht stehe. Dame C7 ist anscheinend noch okay. Springer D2, obwohl hier hatte ich eigentlich wieder Hoffnung. Und anscheinend das Qualitätsopfer geht um D4, ist so schlimm. Ja. Okay, das haben wir beide, glaube ich, nicht so ganz kapiert. Aber ich schätze, es macht wieder Sinn. Ja, Turm C8, einfach so ein Plan. E4 immer noch schwach und ich habe wieder wegen dieser Dame überhaupt kein Spiel. Ich kann sie auch nicht zurückbringen, ja, dann nimmt er wahrscheinlich auf G4. Vielleicht hat er, ich glaube, ich hätte Dame H4 probiert und dann G5 oder so. Ich weiß nicht, sieht für mich immer noch ein bisschen scharf aus, vielleicht D5 ist jetzt sehr stark. Kann sein. Weil hier war ich mir nicht mehr ganz sicher über die Bewertung, ist anscheinend noch sehr schlecht, aber okay. Nach Turm C3 wird es jetzt weniger klar. Ja, ab hier ist es, glaube ich, gekippt. Ich glaube, den zweiten Teil der Partie, sagen wir, habe ich auch nicht mehr so schlecht gespielt. Kann man sich auch nicht leisten in so einer Stellung, sonst werde ich aber matt gesetzt. Weil okay, Dame E3 war, glaube ich, ziemlich trickreich. Er wollte erst so, Springer B1, aber jetzt habe ich ein paar Gegenspielideen. Zum Beispiel, ein Trick war, glaube ich, so. Turm C8 sieht ziemlich stark aus, aber ich kann nehmen. Und Doppelangriff. Ah, das ist natürlich hübsch, wenn man sowas am Ende einer Variante hat. Das ist ganz praktisch, ja. Sonst würde das auch nicht funktionieren für mich, glaube ich. Ja, sowieso diese Dame B6-Ideen sind nervig für Schwarz. Ich glaube, es gab... An dem Zeitpunkt hatte ja auch beide super wenig Zeit, oder? Okay, mehr ich, das war auch ein Problem, aber... Nee, Roven ist, glaube ich, eigentlich ein schneller Spieler, ja, er spielt intuitiv und im Nachhinein wäre es wahrscheinlich schlau gewesen aus seiner Sicht, wenn er gar nicht Läufer B7 gespielt hätte, sondern gleich Läufer A8. Ach so, ganz am... Okay, ich glaube, man konnte das noch nicht ganz kommen sehen, ja. Das, vielleicht, ich hoffe, ich hätte dann anders gespielt, aber ja. Ja, klar, irgendwann war das ein... Ja, der Läufer da nicht ideal. Ein Trick hier noch war so. Und jetzt Läufer E4 habe ich, glaube ich, den. Auch ganz lustig. Aha, Grundreihe. Ja, ja. Und alle schwarzen Figuren hängen. Da rette ich mich ins Endspiel und das ist gut, glaube ich. Ja, okay, das sind nur Tricks, aber ich habe hier nichts Direktes für ihn gesehen immerhin. Ich komme mit Dame C3 und mein König ist gar nicht so schwach, glaube ich, mit Springer B1. Ja, Dame C7. Ich dachte aber, er muss eigentlich Dame A1, also hier wurde ich langsam optimistischer. Und anscheinend ist es, okay, ich bin sehr überrascht, anscheinend ist es okay, was ich jetzt gemacht habe. Ich dachte, ja, ich habe auch im Grunde intuitiv gespielt, ich wusste nicht, was los ist.
Ja, wusste niemand hier, glaube ich, also wenn man keinen Computer hat. Okay, hier eine Variante war so, glaube ich. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dann wollte ich... Nee, Springer B3, glaube ich, ja, geht was nicht. war eigentlich die Idee von Springer B3? Ich glaube... Ja, das sehen wir... Okay, das ist, war mir auch nicht klar, ob der Zug gut sein kann. Ich wollte nur kurz das hier zeigen. Hier gab es... War, glaube ich, das ganz interessant. Ich glaube, ich muss Springer B... Springer B... Nee, Sekunde, B3, ja. Springer E3 und dann muss ich Turm D2 machen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich diese Stellung. Ich dachte, das wäre interessant für ihn vielleicht. So, jetzt hat er den Springer hier rüber bekommen. Na gut, ich schätze, in der Partie hat er das so gemacht, aber das ist ein bisschen forcierter. Okay, er hat Springer D7 einfach gespielt. Ja, Springer B3, okay, ich hatte diese Tricks, die gleich in der Partie kommen. Das war die Idee im Grunde mit so Springer A5, Dame D2. War mir absolut nicht sicher, ob es funktioniert, aber ich habe... Okay, ich muss... Aber also der Sinn war dann einfach, den Läufer anzugreifen, aber der kann doch wegziehen. Ja, das ist korrekt. Aber dann macht der Springer doch nichts. Okay, er deckt, nein, er deckt C4, ja, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Sonst mit diesem Springer auf C4 habe ich wieder viele Sorgen, glaube ich. Also du wolltest verhindern, dass ein Springer auf C4 auftaucht. Ja, mit Tempo im Grunde, ja, durch Springer A5. Okay. Mhm. Das war die Idee. Ja, ist sehr schwer hier irgendwie einen Zug zu machen überhaupt, ja. Also für ihn ist relativ einfach, was er vorhat. Nee, nicht da, B6, Springer B6 und dann vielleicht so. Und ich muss irgendwie versuchen, meinen König zusammenzuhalten. Okay, ich habe das hier versucht. Ich hatte eine konkrete Variante, das war die Idee. Das hatte ich schon bei, ich glaube, bei Springer B3 gedacht. Das nach Springer B6, Springer A5, Läufer 8, Dame D2. Ja, jetzt kein Springer A4 hat, was, glaube ich, die Idee war, weil das sieht stark aus. Ich glaube, das hier funktioniert. Ich kann den Springer opfern und dann Grundreihe. Mhm. Da gibt es auch ein paar ganz nette Tricks. Okay, Turm F8 kann ich zum Beispiel nehmen und dann Turm D8. König E7 ist matt und wenn er nimmt, dann hängt am Ende der Läufer. H6 habe ich überlegt, dann G6, glaube ich. FG geht nicht und Turm F8 immer noch derselbe Trick. So, so. Ah, und ich schätze jetzt Turm D7 und König F6, so war meine Variante. Oh mein Gott, er hat einen Schach. Das habe ich nicht gesehen. Meine Variante funktioniert nicht. GF Dame E1. Dann hängt F7 einen Moment. Ah. Kaum ist es nicht matt. ja, warte, vielleicht. Okay, vielleicht ist das nicht so klar. Ja, darüber habe ich nachgedacht. Turm D8, König E7, vielleicht der andere Turm, König F6, GF. Keine Ahnung. Okay, die Analyse geht für immer, wenn ich das noch rausfinde. Aber vielleicht, okay, keine Ahnung, vielleicht geht das hier. Das ist ja schon eine wilde Variante. Ja, ist ziemlich verrückt. Vielleicht ist es Dauerschach nach König F8. Und du kannst auch kurz überprüfen, wenn du möchtest. Ja, ich schätze, kann ich, weil das hier könnte wieder gewinnen. Ja, sehr lustig, die Dame ist komplett abgeschnitten, F8 kommt. Ja, ich will einmal sehen, ob irgendwas davon stimmt. Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist gewonnen für mich. Also das kann er nicht machen. Nach H6, G6, Turm F8. AGF gewinnt, ja. Oder F6. Turm F7, Dame E... Ah, okay, das ist schlau. Ja, okay, weil seine Figuren so weit im Abseits sind. Okay, ich dachte eigentlich, irgendwas muss gehen. Nur dieser Dame F8-Trick leider nicht. Okay. Ja, das aber war so die... Aber so kam es ja nicht. Nee, das war nur die Idee, dass Springer A4 nicht geht. Ja, D5 macht Sinn, glaube ich. Habe ich auch erwartet. Ich dachte, Turm D1 ist ziemlich wichtig, um aus diesem Tempo zu kommen und endlich Gegenspieler zu haben. Ja. Mhm. Irgendwie diese Türme, was aus denen zu machen. Ja, und über F6 habe ich mich gefreut, weil jetzt ein König sehr offen ist. Genau, Turm E8 dachte ich auch. Und dann ist die Stellung sehr unklar. Ja, ich glaube, langsam geht es in meine Richtung, auf jeden Fall nach F6. Weil jetzt nehme ich und jetzt habe ich immer die G-Linie. Wohl anscheinend. Ah ja, vielleicht hat er gleich diese Springer F4, Läufer D5. Ich weiß nicht, Turm G2 ist anscheinend besser, König H8. Und dann Dame H6 vermute ich mal, aber sehr kompliziert. Ich dachte dann Dame F7 oder so. Dame E7 dachte ich dann. Das hättest du auf Turm G1, König 8, Turm G2 direkt dann Springer F4 gemacht? Ja, genau, das meine ich. Das hätte er, glaube ich, machen sollen, ja. Also hier hat er es, glaube ich, eingestellt. Ja. Jetzt Springer F4, ne? Oder im nächsten, Sekunde. Anscheinend ist Dame E7 falsch. Hier Springer F4 wollte ich, glaube ich, Turm... Ach stimmt, der Turm G7. Ja, Turm G7 ist ja gut, glaube ich, ja. Stimmt, ja, weil wenn man nimmt, dann hat man Dame D7 Schach und der Turm hängt. Ja, und sonst geht man manchmal matt, ja, so Dame D7, Dame G7. Also, stimmt, das war hier, was. Hier glaube ich noch nicht. Nee, ich dachte im nächsten Zug, aber anscheinend ist Dame E7 falsch. Dame C5 besser, König B2 Springer A, so kriegt man Gegenspielen. Okay, das ist langsam ziemlich schwierig, glaube ich, auch für Schwarz, ja. Weil jetzt sieht der König sehr schwach aus. Ja. Irgendwie, Sekunde, Dame H6, Springer A4 ist wahrscheinlich Dauerschach, oder... Schätze mal. Ja, König B1, Springer C3 oder so. Ja, jetzt muss er langsam sehr genau rechnen, glaube ich. Okay, Dame E7. Scheint ein Fehler. Ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre normal. E4 habe ich gemerkt, ist ein Fehler. Das haben wir beide.
Aber er hat ja danach Dame G2 direkt aufgegeben, oder? Nicht direkt, er Ach war so, dann erstmal hatten ziemlich die Züge geschockt. noch Also, nicht, ja. nein, er hat 10 Minuten nachgedacht und dann aufgegeben, meine Ach ich. Also, so, ach so. aber Aber es. hat er nicht mit Dame G2 gerechnet, Ja, oder? den hat er, also genauso wie ich vorher zum C4, hat er den komplett übersehen, glaube ich. Aber Also. das ist doch eigentlich offensichtlich, dass Nee, es ich ihm hab's geht, auch. oder? Ja, irgendwie nicht, ja. Wir dachten beide, es ist nur ein Verteidigungszug, ja. Ich habe dann auch erst Ah. kurz danach gemerkt, dass ich Ach so, eigentlich ich matt dachte, das drohe, ist so klar, du machst Turm G3 und ja. dann Ja, machst würde du. man. Aber wir haben irgendwie beide gedacht, das deckt nur was, ja. Und dann, aber ich habe es Ach dann sofort so. gemerkt, nach Turm G3, dass ich auch was drohe, praktisch. Ja. Ich dachte, Aber so hier hat oder er so doch muss ich immer den. noch Springer Genau, F4 Springer F4 habe ich bewegen. erwartet, ja. Und dann kann er mit Läufer D5 dieses G8-Feld decken. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, Ja, aber er Dame. kann auch mal im Idealfall Läufer E4 spielen Läufer E4 sogar, ja. Ich und dachte König F5 B2 und nehmen. Läufer D5, aber Läufer E4 ist vielleicht besser. Okay, ja, und dann C3. Ja, okay, ist logisch. Ich weiß nicht, ob ich so weit gerechnet habe, aber. Ich glaube, wieder mit dem offenen König ist wahrscheinlich schon gut für mich, ja. Weil langsam ist der hier ziemlich sicher, oder? Aber okay, praktisch kann alles passieren, wie immer. Ja, ich glaube, so langsam habe ich schon Vorteil. Zeigt ja auch die Engine hier. Ja, nach E4 habe ich ziemlich viel Vorteil. Weil dann hat er hier einfach ein Problem. Ja, jetzt ist matt. Okay, nicht wirklich. Ich dachte eigentlich, er macht ein paar Züge. Ich habe damit gerechnet, aber ist eine Qualität jetzt einfach ziemlich glatt. Da Nee, hat er warte, auch Dame einfach F8, keine Lust Entschuldigung, mehr Dame gehabt, F8 habe ne? ich gedacht. Ja, er war so geschockt. Die Steuerung ist verloren, das ist klar. Dann wollte er nicht mehr kämpfen, ist wahrscheinlich aussichtslos. Ja, Dame F8 dachte ich, Dame F7 gibt es Turm G7. So dachte ich vielleicht. Aber okay, ich mache irgendeinen Damenzug und habe was mehr. Also ja, kann verstehen, dass er aufgegeben hat. Okay, das war's. Ja. Ja, dann Glückwunsch. Danke. Also wir haben jetzt eben schon mal geguckt bei den Ergebnissen ein bisschen. Sieht ja so aus, als ob die anderen Partien alle Remis ausgehen. Damit hast du wieder die alleinige Führung Anscheinend, aber okay, übernommen. sag mir das gar nicht. Ja, das wurde mir gestern auch gesagt und dann hatte ich Okay. diese Achterbahnpartie. Heute war auch Achterbahn. Also okay, alles offen. Platz 1 bis 10 ist drin hier. Aber hier nochmal eine Frage, weil es mich interessiert. Hat man während der Partie schon realisiert, dass es eine Dopingkontrolle geben wird? Also hat man da die Leute rumlungern sehen Nee, oder? ich habe gar nichts gemerkt während der Partie. Okay, Also also nach der direkt als er Partie. aufgegeben hat, kam der Typ direkt zu mir, aber ja. Ah, okay. Und er Ja. kam dann und meinte, komm mal mit, du darfst nichts mitnehmen, wir gehen jetzt zur Dopingkontrolle, Ja, oder? erstmal muss man aus Zimmer Ausweis holen. Ach Er ist immer so, okay. an der Seite und so, ja. Okay, das heißt, einen Ganz klarer richtigen Ablauf. Bodyguard hat man dann da. Ja, solange Das habe man. ich genau richtig erklärt, weil Aha. im Gegensatz zu den Frauen, die eine Handtasche dabei haben, in der ihr Ausweis drin ist, musstet ihr aufs Zimmer Genau, ja, ich habe absolut gehen. nichts dabei. Und die sind natürlich normalerweise Sportler gewöhnt, die ihre Sporttaschen dabei haben, wo immer der Ausweis drin ist, weil die ja wahrscheinlich auch viel regelmäßiger damit rechnen, dass sowas mal passiert ist. Ja, und dann natürlich noch 2 Liter trinken oder so. Aber ja, Glückwunsch zur Partie, war auf jeden Fall wild. Du warst widerstandsfähig mit Dame G5. Anscheinend, der ja. Kam mir Ja. nicht so widerstandsfähig vor, aber er ja, hat funktioniert irgendwie. Sieg ist Sieg. Schätze, ja, muss Ja. aber ein bisschen besser spielen, wenn das Hast was du werden soll. wenigstens ein alkoholfreies Bier gekriegt? Nee, auch nicht. Einfach nur Wasser. Einfach nur Genug Wasser. Wasser für 3 Tage getrunken. Auf jeden Man wollte Fall. es dann einfach schnell hinter sich bringen. Ja, Ja. dann. Schön, dass du da bist und schönen Abend noch. Ja, euch auch. Läuft ja Dankeschön. anscheinend noch. Also, viel Ja. Spaß. Tschüss. Ciao. Okay.